ist von den ganzen Sachen hier, ob das. Nee, Schützengurt. Oh, die Framerate geht gerade ganz schön runter. Ob der, nee, Raketenwerfer, denke ich mal, halt für RPG und so. Oder ob der Grenadiergurt dafür bestimmt ist. Oder meinetwegen, oder Sprengstofftasche? Nee, ich glaube nicht. Also wenn ihr es wisst, dann schreibt das doch mal bitte in die Kommentare. Und Tarnanzug ist ja ganz schön teuer hier. Mittlerer Verbandskasten, Spezialwaffenkiste. Weiß ich jetzt im Moment nicht wirklich, was mit anzufangen. So. Ich glaube, ich kaufe mir. Soll ich mir jetzt die AR-16 kaufen? Ah, ja doch, ich kaufe mir die jetzt. So, dann bezahle ich beide hier. Bezahle ich jetzt 40 Diamanten. So. Warum auch immer, ist hier kein Waffenhändler. Ey, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Das hatte ich ja noch nie gehabt, dass ich aus dem Waffenladen rauskam und beschossen wurde. Ja, das ist so ein Schwachsinn. Und da fällt mir gerade das nächste Thema ein, über das ich sprechen wollte. Und zwar wollte ich über Far Cry 3 reden. Entschuldige mich übrigens, wenn ich mich ein bisschen gelangweilt anhöre. Es ist jetzt, wie ich schon erwähnt habe, ziemlich spät abends und ich bin irgendwie müde. Aber ich wollte unbedingt Far Cry 2 aufnehmen. Aber ihr müsst mich dann deswegen trotzdem entschuldigen. Und ja, da ist ein Visier drauf. Sehr schön. So, der Mörser. Okay, wieso liegen da jetzt zwei Armbrüste? Zeichen. Da ist er. Da ist er. So, Pistole kann ich auch nochmal nehmen, ist egal. So, hier alles, alles schick. Okay, wir haben alles an Munition und Waffen. So, können wir gleich mal gucken hier. Jawohl. Schönes Visier. Hat sogar ein Camouflage drauf. Flecktarn. Dann haben wir unseren schicken Mörser. So, sehr schön. So. Eigentlich wollte ich jetzt eine Waffenhändler-Mission machen. Und ich wollte auch über Far Cry 3 reden. Ja, ich fahre nach Mosada Selao. Ja, ich kann über Far Cry 3 reden. Und zwar, es sind in den letzten paar Tagen Trailer erschienen. Also wenn ihr dieses Video sehr sehen werdet, dann sind das ein paar Wochen. Ja, in den letzten paar Wochen sind ein Trailer erschienen zu Far Cry 3, die ich persönlich sehr, sehr genial finde. Nicht nur grafisch, auch spielerisch gibt es jetzt einige Neuerungen. Beispielsweise habe ich so gesehen, dass man jetzt XP bekommt, wenn man einen Gegner tötet. Also ist alles wieder Open World. Man befindet sich zwar nicht mehr in Afrika, wie hier in Far Cry 2, sondern das Setting von Far Cry 1 wurde aufgegriffen und zwar spielt man jetzt hier wieder im Dschungel. Allerdings ist das Ganze in Top-Grafik in Open World. Und Muss ich dir echt die Regeln erklären? nö, ich dachte jetzt, die weiß ich schon. Ja, das Ganze ist eine coole Aufmachung. Man hatte zum Beispiel. Moment, ich muss gucken, wo ich lang muss. APR. Da. Man hatte zum Beispiel eine Mission, in der man dann mal ganz ohne Kampf für einen Professor, so wie es hier man auch immer Ärzte gibt, wo man Malaria hat, man sollte für einen Prozessor Pilze besorgen und Okay, genau, her mit dem Zeug. Jo, bitteschön. War das? Man sollte für so einen Professor Pilze besorgen und dann klettert man da durch so Höhlen und atmet selber irgendwelche Giftstoffe von anderen Pilzen ein und dann kriegt man so Halluzinationen und das sieht alles relativ witzig aus und die Effekte sind echt genial gemacht. Dann gab es zum Beispiel einen anderen Trailer, wo
der Typ dann ausgebrochen ist, die Spielfigur, weil ich kann ja mal kurz die Vorgeschichte erzählen, da gab es auch einen Trailer zur Vorgeschichte. Oder Moment, ich erzähle gleich weiter, wir nehmen erst die APR-Mission an, da der Typ da oben gerade im Radio quatscht, dann stört das nur. Für das Böse, was? Das ist gut. Es sind gefährliche Zeiten für die APR. Niemand ist mehr sicher. Nicht einmal ich. Lang nicht gesehen. Nö. Der Major und ich haben gerade beraten, was wir mit dem Radiosprecher machen. Die Propagandamaschinerie in diesem Land ist wirklich beeindruckend. Alles Lügen. Ja, natürlich. Immerhin sendet die UFLL. Wir werden den Sender dicht machen. Wir haben erfahren, dass sie von einem Fahrzeug aussenden. Deshalb sind sie uns so lange durch die Lappen gegangen. Aber heute Morgen um 9 haben sie in dem Dorf Velegol geparkt. Greifen Sie den Übertragungswagen an und nehmen Sie den Sender vom Netz. Sie sind nur ein Mann, ich weiß, es wird schwierig, aber zumindest haben Sie den Überraschungsmoment auf Ihrer Seite. Es ist eine einfache Sache, Sie müssen nur den Generator in die Luft jagen. Ich hoffe, Sie denken über unser Anliegen nach, diese Männer lügen. Für die Bezahlung ist natürlich gesorgt. Zerstören des Generators legt Ihr Sendegerät lahm. Nicht vergessen, Sie müssen zum Dorf Velegol. Kein Problem. Dankeschön. Okay, alles klar. Das war natürlich... Auf sich auf. Wir verlieren ungern einen guten Mann. Ja, klar. Das kam natürlich gerade sehr ironisch. Der Typ meinte so, oh, ich mache jetzt keinen Freund-Dingens hier. Was machst du, Penner? Komm zum Unterschlupf nordöstlich vom Resort und verzack dich. Wir müssen was Geschäftliches besprechen. Was machst du da, du Penner? Ist er bescheuert? Wenn er so mit mir redet, kann er sich gleich verpissen. Was machst du da, du Penner? Ich fasse es ja nicht. Es kam gerade sehr witzig und ironisch. Der Typ meinte so, ja, das wird nicht einfach. Sie sind ja auch nur alleine, aber sie haben den Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Im nächsten Satz sagt er so, das ist ganz einfach, sie müssen nur den Generator zerstören und dann kommen sie das sofort hin. Ja, irgendwie dämlich, aber okay. Und der Typ da, der mich als Penner beleidigt hat, meinte, er müsste mein Freund sein und wartet da irgendwo in einem komischen Dorf auf mich. Da kannst du dir mal abschminken, mein Freund. Ich war bei Far Cry 3 und ich fahre jetzt mit dem Bus hier hin. Ich habe keinen Bock, mich über irgendwelche dämlichen Dörfer dazu schlagen. Es ging ja das Gerücht um, dass in Far Cry 3 eventuell das genauso wird wie in Far Cry 2. Das heißt, dass es auch wieder diese Stationspunkte und Dörfer geben wird, die dann... ja, so sagen wir mal, wo die Leute dann wieder... Wo ist denn diese verkackte Bushaltestelle? Wo denn diese Leute wieder nachspawnen? Hallo? Ja. Wo ist diese Bushaltestelle? Ist die hinterm Berg, sag mal? Ja. Die ist hier rein. Dass das wie mit den Dörfern hier in Far Cry 2 wird. Sagen wir mal, also ich komme in ein Dorf, wird angegriffen. Und dann 10 Minuten später fahre ich wieder im selben Dorf vorbei und dann sind wieder die gleichen Typen da. Also sozusagen die respawnen alle nach, keine Ahnung, 2 Minuten wieder. Und das soll eventuell in Far Cry 3 auch so werden. Ey, das wäre... Leute, bitte nicht. Also, das wäre nicht so toll. Ansonsten sahen die Trailer echt genial aus. Ich hatte ja gerade eben erzählt, dass der Typ dann so Pilze suchen sollte für so einen Professor und das war alles mal ohne Waffen, der ist dann halt so rumgeklettert, das war eben mal was anderes. Kurze Zeit später befand er sich auf dem Schiff und hat mit der Shotty rumgeschossen auf engstem Raum und das war extrem cool. Dann hat man auch den allerersten Trailer, der zu Far Cry 3 kam, da wurde irgendwie seine Frau entführt und der wurde mit dem oder an einen Stein gebunden von den komischen Terroristen, die da auf der Insel sind. Also sein, Entschuldigung, er wurde, sein Bein wurde mit einem Seil an einen Stein befestigt und dann hat er mit so einem komischen Terroristenführer da besprochen, der hat ihn da irgendwie festgehalten. Auf einmal stoß er ihn so eine Klippe hinunter und dann mit dem Stein sinkt man natürlich ganz schnell ins Wasser und er hat sich da irgendwie hektisch zum Glück noch befreien können. Ist dann unter Wasser aus dieser Höhle da aufgetaucht und dann messern wir einen Gegner von hinten, dann haben wir unsere erste Waffe an, das ist natürlich die AK-47.
kriegen dann Erfahrungspunkte, das hatte ich vorhin schon erwähnt, es gibt jetzt irgendwie so ein Erfahrungspunktesystem, wie das genau ablaufen wird, weiß ich auch noch nicht. Ob man da dann irgendwie Ränge steigt oder... Ja, das... Oh. Wer hat denn hier gewütet? Okay. 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 Das war nicht ich. Glaube ich zumindest. Und die war irgendwo ein Schatz. Hey, ein Tonband. Gestern habe ich einen Jungen am Straßenrand gesehen. Er war höchstens 17 oder 18. Er hatte eine Schrotflinte bei sich und neben ihm lag ein toter APR. Zerfetzt von mehreren Ladungen 12er Schrot aus nächster Nähe. Der Junge hielt den Typen am Bein fest und nahm ihm die Stiefel ab. Der Kleine sah müde aus, abgekämpft und erschöpft, alt. In dem Alter sollte niemand so aussehen. Oh Mann. Kindersoldaten. Und wir haben endlich mal wieder ein Band des... Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Terrorist hier heißt, der Waffenhändler. Ich spiele dieses Spiel viel zu selten, also ich nehme dann immer so 2 Stunden auf. Und dann, da ich ja dann eh mehrere Parts habe, also, ja, die halten sich natürlich eine ganze Weile dann. Ich lade ja nicht jeden Tag ein Part hoch und wenn, dann dauert es trotzdem eine Weile. Deswegen spiele ich eigentlich relativ selten Far Cry 2. Und dann kommt man natürlich leider ein bisschen raus beim Spielen und kriegt dann nicht mehr ganz so viel von den Charakteren mit. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich muss gucken, wo ich jetzt hier reinbiegen muss. So, weil gleich das Dorf kommt. Und ich war beim Erzählen der Trailer. Genau, nachdem wir dann unsere erste Waffe in der Hand hatten, schleichen wir uns also in das Dorf rein. Wir messern wieder einen Typen von hinten. Und das Kuriose dabei ist, nachdem er diesen Typen gemessert hat, zieht er es raus und nutzt das Messer wie ein Wurfmesser. Also man hat keine Machete mehr, es ist nur noch ein Messer. Und nutzt das Messer wie ein Wurfmesser und tötet damit gleich den zweiten Gegner. Und da jetzt schon 3 Trailer zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, erschienen sind zu Far Cry 3, und man immer wieder sieht, dass er das gleiche anwendet, denke ich mal, das wird so automatisch passieren. Dass, wenn du einen Typen von hinten messerst, dass er automatisch den nächsten mit dem Messer abwirft. Kann gut sein, muss aber nicht. Also es sieht erstens spektakulär aus, das ist schon mal ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregt oder so. Das weiß ich zu dem Zeitpunkt jetzt hier noch nicht. So, dann werde ich jetzt mal hier ein paar Leute spotten. Das ist ja ganz da hinten. Muss ich mich das ganze Dorf schlagen? Moment, ich soll doch so einen Tank zerstören, ne? Generator, der den Sender im Dorf viele Uhr betreibt, zerstören. Oh, meine Escape-Taste hängt in der Tastatur fest. So. Ich überlege gerade mit dem Mörser da eventuell. Aber bis da ganz unten zu dem roten Kreis komme ich mit dem Mörser bestimmt nicht. Aber ich gehe jetzt hier mal ein paar Meter zurück und dann könnte ich doch eigentlich das Dorf da mit dem Mörser bombardieren. Das wäre doch theoretisch möglich. So. Oh Gott, wir sehen wieder hier ganz verschwommen. So. Oder? Geht das so? Ja, ich schätze mal, oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit dem Mörser nicht aus. Ich habe den ja irgendwie einmal benutzt und das war ein bisschen fail. So. Ich denke mal, da sind jetzt automatisch die Rauchgranaten drin. Ich kann nur schätzen. So, flieg. Okay, das ist glaube ich ein bisschen... Moment, halt. Nein. So, das war, glaube ich, ein bisschen sehr weit vorne, oder? Ja. So, wenn ich es von hier probiere. Kann ich den hier aufstellen? Geht das? Ja. So, sagen wir, ich markiere jetzt einfach mal weiter hinter. So ungefähr. Pam.
So. Rauch ist nicht zu sehen. Das ist natürlich sehr geil. Ach, keine Ahnung. So. Danke, Wurzel. Oh Gott, du hast so einen komplizierten Namen. Wurzel aus 25 ist 5. Danke nochmal. Jetzt habe ich hier den Munitionstyp gewechselt. Und dann hoffe ich, dass ich da was treffe. Das hat sich schon mal anders angehört. Okay. So, ich kann nicht sagen, ob ich jetzt was getroffen habe. Ich kann nur schätzen. So. Pam. Ich höre das Ding gar nicht aufschlagen. Doch, jetzt glaube ich. Oh Mann. Ich gehe mal hier weiter vorne hin. Dann sehe ich auch wenigstens mal das Dorf. Ist natürlich, glaube ich, auch wieder ein bisschen dumm von mir. Mich da in so eine komische Position hinzustellen. So, dieser Dorf ist jetzt nicht ganz so weit weg. So, machen wir mal in dem Winkel hier. Gucken, wo der so aufschlägt. Oh. So, wie wechseln wir nochmal den Munitionstyp? Wo kommt ihr denn her hier? Oh Gott, oh Gott. Wir Granatentyp wechseln mit F, okay. So, ich brenne jetzt mal die ganze Wiese ab. Sehe ich auch mal, wo her die Gegner kommen. So, die haben sich nämlich hier schon meinen Hinterhalt geschlichen. Das ist nicht so gut. Sag mal, passt das ja nicht. Wo kommen die denn alle her? Ey, hallo? Hallo? Ey, das gibt's doch nicht. Sag mal. Wie viel kommen denn da noch? Oh mein Gott, ich sollte mich dringend heilen. Sag mal, das ist doch rein zur Verarsche. Schön, ich habe wieder keine Munition. Ey, was ist denn das? Wie viele Leute sind denn hier? Alter, hallo? Oh, da habe ich eine ganze Menge Munition aufgenommen. Oh Mann! Hallo. Dass man nur so viele Schüsse für die Gegner braucht. Oh nein, Folge failed. Oh, oh Mann, ist hier immer noch nicht Ruhe. So, der hatte hier eine Shotty bei sich. Wie sieht's mit dem Mörser aus? Haben wir da noch Munition für?
Ja. So, das wurde hier zumindest abgebrannt. So. Jetzt ist hier Rauchgranaten drin. Ja, ganz toll. Ich stelle das Ding gleich mal wieder hin. Okay, da ist da vorne gelandet. Ist gar nicht so einfach, im Scope zu laufen und dann noch zu treffen. Entschuldigung. So. Also doch nicht ganz so kurz, sondern so ungefähr. Ah, so. Das war doch, glaube ich, ein bisschen sehr weit. Naja, also mit dem Mörser ist komisch. Ich weiß auch nicht. So, dann sind wir jetzt hier in diesem Dörflein. So, ich glaube, ich gehe hier mal nicht komplett durch. So, hier kann man halbwegs außen rum gehen. So, irgendwelche Leute hier. Nee, ich glaube nicht, weil irgendwie das ganze Dorf war vorhin schon. Oh, so ein Buggy, ich habe noch nie gesehen. Oder ein Jeep, besser gesagt. Das ganze Dorf war ja vorhin schon hier bei mir vorne. Würde mich das jetzt eigentlich eher wundern, wenn hier noch jemand wäre. Ah, da sind Spritzen, die könnte ich durchaus gebrauchen. Ist hier ein Schatz oder sowas? Nee. Doch, wo ist hier was? Oh, da brennt sie ja. Das war mein Mörser. Auf alle Fälle. So, mit Pistole, weil... Oh, okay, hier stürzen ja richtig Häuser ein. Ui, ist ja ganz schön schwarz hier. Ah, endlich mal wieder ein paar Spritzen. Für die Leben. Jetzt weiß ich, was da einfällt. Das bin nicht ich, sondern das ist... irgendein Typ mit einem Raketenwerfer. Das habe ich am Geräusch erkannt. Oh, das sieht episch aus. So, wir stellen uns mal hier auf den Präsentierteller. Damit wir sehen, woher der Typ auf uns schießt. Das hat auch geklappt. So, und was macht er für komische Bewegungen da? Und da sind Boote, okay. So, wir müssen hier weiter in die Richtung. Schuppdi-dupdi-du. Oh, hier liegt eine Granate. Roll, roll, roll. Aber wir haben alle Granaten voll. Das reimt sich. Kannst du hier hoch? Hm, nee, leider nicht. Sowas gibt es zum Beispiel dann in Far Cry 3 auch. Dann steht dann hier so, also drücke Leertaste, um hochzuklettern und sowas. Dann die Spielfigur in Far Cry 3 ist auf alle Fälle noch mehr flexibler als die in Far Cry 2. Bin schon echt gespannt, wie das Spiel wird. Und was mich irgendwie am meisten stört, dass ich noch nicht weiß, wann das Spiel rauskommt. Also es steht immer kein wirklicher, bis jetzt auch kein wirklicher Erscheinungstermin fest. Soll auf alle Fälle im zweiten Quartal dieses Jahres erscheinen. Ich hoffe ja nicht erst im dritten. Also im zweiten würde dann heißen zwischen April bis Juni. Also Juno, wer Juni nicht ganz verstanden hat. So, das Ding soll ich jetzt hier zerstören oder was? Den Generator, der den Sender im Dorf... ja, genau. So, ich will keine Munition verschwenden, deswegen... muss ich Munition verschwenden, weil das Ding, die Machete hat, keinerlei Auswirkungen darauf. Aha, wir können hier eine Pistole gegen Sprengstoffe eintauschen. Okay.
Ah.